In diesem Video gebe ich dir einen Überblick über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten des Konjunktiv 2 und wir werden sehen, es sind mehr als man glaubt. Kommen wir zuerst zu einer grundsätzlichen Übersicht. Wann verwenden wir das Konjunktiv 2? Den Konjunktiv 2 verwenden wir immer dann, wenn man eine Aussage als irreal, unwahrscheinlich oder als Wunsch bezeichnen möchte. Kleine Seitenbemerkung, das Konjunktiv 2 wird unabhängig jetzt von seiner Funktion, die wir hier besprechen, auch verwendet, um das Konjunktiv 1 in der indirekten Rede zu verwenden. Hier wenden wir uns aber den verschiedenen Anwendungsbereichen zu und wir beginnen mit der sogenannten Irrealis, das heißt, wenn wir eine Unmöglichkeit ausdrücken, im Rahmen eines Konditionalsatzgefüges wird hier eine irreale Bedingung aufgestellt, die dann meistens auch noch eine irreale Folge hat. Wie im folgenden Beispiel, wäre ich Millionär, würde ich nicht mehr arbeiten. Einmal Konjunktiv 2 mit wäre und einmal Konjunktiv 2 mit würde. Bedingung irreal mit einer irrealen Folge. Dann können wir Möglichkeiten darstellen mit dem Konjunktiv 2. Und zwar wird hier eine Möglichkeit dargestellt, die man sich im besten Fall überlegt, aber meistens nicht ausführt. Zum Beispiel hier, ich könnte dir helfen, tun werde ich es wahrscheinlich aber nicht. Konjunktiv 2 von können ist hier könnte. Dann können wir Wünsche ausdrücken mit dem Konjunktiv 2 und hier müssen wir unterscheiden zwischen Wünschen, die erfüllbar sind und Wünschen, die nicht erfüllbar sind. Beginnen wir mit Wünschen, die erfüllbar sind. Als Beispiel hier, ich wünschte, sie wäre bald hier und ich weiß, sie ist schon auf dem Weg. Deshalb handelt es sich hier um einen erfüllbaren Wunsch. Dargestellt im Konjunktiv 2 mit wäre von, das ist ja die Konjunktiv 2 Form von sein. Dann haben wir aber auch Wünsche, die nicht erfüllbar sind. Zum Beispiel, ich wünschte, ich wäre bloß jünger. Oder wäre ich bloß jünger, hier kann man davon ausgehen, dass dieser Wunsch nicht erfüllbar ist, weil man ja logischerweise immer älter wird. Dann können wir aber auch Zweifel ausdrücken mit dem Konjunktiv 2. Hier wird das eigene Handeln hinterfragt. Beispiel, hätte ich doch besser aufgepasst, ändern kann ich es nicht mehr und darum verwenden wir hier für die Darstellung der Zweifel, das Konjunktiv 2, hier hätte, das ist das Konjunktiv 2 von haben. Dann können wir, und das ist eine relativ bekannte Anwendung, eine höfliche Bitte ausdrücken mit dem Konjunktiv 2, meistens in der Verbindung mit dem Wort Bitte. Hier habe ich sogar eine doppelte Verwendung des Konjunktiv 2 angeführt. Wärest du so nett und würdest du mir bitte helfen? Dann können wir aber auch eine Aufforderung ausdrücken mit dem Konjunktiv 2. Hierbei kann man eine Aufforderung netter formulieren als im Imperativ, vor allem wieder in der Kombination mit dem Wort bitte. Und zwar, würdest du bitte leiser sein, ist netter als wenn ich sage, sei leiser. Dann können wir noch einen Ratschlag ausdrücken mit dem Konjunktiv 2 als letzte Anwendungsmöglichkeit und zwar ein Ratschlag mit Nachdruck. Als Beispiel hierzu, das würde ich mir noch einmal gut überlegen. Das war ein Überblick über die verschiedenen Anwendungsbereiche des Konjunktivs 2. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen.